Jo, willkommen zu einem Video. Das neue Schwert Infinity Blade ist jetzt endlich draußen. Und ja, ich dachte eigentlich, das wäre nur für einen bestimmten Modus da, aber es ist jetzt ganz normal im Battle Royale Modus drin. Also ganz normal im Spiel drin. Ja, ich werde es jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also ich hatte es vorhin schon mal. Irgendwie komme ich damit noch nicht ganz so zurecht. Aber ja, erstmal hier blende ich die Gewinner vom letzten Gewinnspiel ein, vom Battle Pass Gewinnspiel. Einmal hier. Hier. Und hier, der letzte Gewinner. Ich habe alle drei schon auf Instagram angeschrieben. Falls einer nicht antworten sollte, werde ich es an jemand anderen verlosen. Und dann ist wieder der Hautnah-Modus zurück. Jetzt in Solo. Ich würde sagen, ich spiele einfach mal den Hautnah-Modus. Und lande direkt beim Schwert. Ja, los geht's. Also, ich habe gesehen, man findet das Schwert hier auf dem Polarfeedberg. Ich denke mal, da werden sehr viele hingehen. Und ihr könnt schon sehen, ich bin hier unterwegs mit dem Battle Pass Level 100 Skin, der Eiskönig. Alter, hier gehen... Hier gehen richtig viele hin. Da ist noch eine Kiste. Nein. Nein. Nein, das ist gar nicht gut. Was? Warte, man kann damit auch bauen? Man kann damit bauen? Was? Man kann damit einfach... Alter, wie leicht man damit Materialien bekommt. Hey, warum schlägt es von alleine? Ich kann nichts machen. Hä, ich kann einfach nichts mehr machen. Na jetzt. Hä? Warum schlägt... Oh, die Zone kommt. Okay, ich muss erstmal schnell in die Zone. Okay, da vorne ist ein Gegner. Hä? Wie stark ist das? Aber... Keine Ahnung, manchmal kann man irgendwie nicht bauen. Also manchmal ist das voll komisch. Hey, warum schlägt... Warum schlägt sie wieder von alleine, hä? Ich Ja, okay, jetzt. Das ist voll komisch irgendwie nach dem Bauen. Er schlägt es einfach von alleine. Ab pro Sekunde bekommt man ein Leben, beziehungsweise ein Schild wieder. Okay. So, da ist der nächste Gegner, aber ich warte lieber, bis ich ein bisschen mehr Leben habe. Ah, das sind zwei. Alter, was? Oh, ich muss erstmal in die neue Zone. Alter, das ist ja so stark, das Schwert. Was? Aber ich glaube, die machen das Schwert safe noch schwächer. Ich fände es irgendwie besser, wenn es nur ein Modus gewesen wäre, wo man das Schwert findet. Weil es ist schon, glaube ich, ein bisschen nervig für die Gegner.
So, wo sind jetzt die Gegner? Ihr könnt ja mal eure Meinung über das Schwert in die Kommentare schreiben. Ob ihr es gut findet, dass es jetzt im ganz normalen Battle Royale Modus drin ist. Nein, es schlägt wieder von alleine. Ich kann nichts machen. Warum kann man nicht drücken? Hä, das ist so komisch. Nein. Oh. Aber was will ich machen, wenn die Luftballons haben? Ich kann die ja nicht in der Luft schlagen, oder? Alter, das ist ja fast schon wie in diesem Thanos-Modus. Er tanzt auch. Aber ich will mich mit dem nicht anfreunden. Kein Team. Ja, da ist auch schon der nächste Gegner. Und... Nein. Nein! Alter, ich kann halt mit dem Schwert. Ich kann halt nichts mit dem Schwert, das ist so komisch. Der kann damit auch gar nichts. Hä, das war so komisch mit dem Schwert. Also, ja, irgendwie fände ich es besser, wenn es in einem extra Modus wäre und nicht im ganz normalen Battle Royale Modus. Aber ja, ich spiele jetzt einfach mal noch eine Runde. Dann gibt mir irgendeine Waffe. Da war noch einer. Und tschüss. Nein! Ah, da ist der mit dem Schwert. Nein! Ich hatte 10 Kills und es war noch 35 am Leben. Was? Alter, man macht einfach so viele Kills. So, komm, gib mir eine Waffe. Nein, es ist der Typ mit dem Schwert. Nein. Was soll ich da machen? Nein, als ob ich den bekommen habe.